Es haben tatsächlich viele Menschen eine falsche Vorstellung von richtiger Atmung. Das merkt man schon an unserem Sprachgebrauch Luft holen. Das suggeriert so einen aktiven Vorgang des Einatmens. Letztendlich müssen wir aber die Luft automatisch einströmen lassen und aktiv abgeben. Ne? Wenn wir sprechen, wenn wir singen, dann wollen wir die Kontrolle eben über den Luftfluss haben, der aus uns rausgeht. Ja, als Baby können wir das oder auch wenn wir schlafen, haben wir die richtige Atmung. Wenn wir dann aber wach sind und denken, wir brauchen jetzt Luft, dann atmen viele so ein. Ja, wir heben hier irgendwie alles an. Die Rippenmuskeln und was weiß ich, der Brustkorb, das sind alles unheimlich schwer zu kontrollierende Muskeln, die jetzt wirklich kontrolliert wieder zusammengehen zu lassen, damit der Luftstrom ganz, ganz gleichmäßig ist, ist nahezu unmöglich. Und wenn wir ganz laute Geräusche beim Einatmen machen, dann denken wir, wir hätten so viel Luft geholt. In Wahrheit sind das aber alles Reibungswiderstände, die die Luft genau daran hindern, in uns hineinzuströmen. Also das lautlose Atmen, ja, keiner gehört, ist aber das effektivste Atmen. Weniger Zeit, mehr Luft und so gut wie kein Geräusch dabei. Ja. Also, wir machen eine kleine Übung. Und zwar werden wir jetzt das Zwerchfell ein bisschen aktivieren, was uns eben dabei hilft, ganz, ganz kontrolliert die Luft herausströmen zu lassen. Damit verbunden ist so die Bauchatmung, die man dann so als die richtige Atmung bezeichnet. Das hat damit zu tun, dass der Magen irgendwo hin muss, wenn das Zwerchfell nach unten sich ausweitet und deswegen wird der Bauch und es hier auf den Seiten und auch hinten wird es ein bisschen dicker. Aber bitte jetzt nicht eitel sein oder so, da müsst ihr einfach durch, wenn ihr richtig atmen wollt. Okay, wir stellen uns unsere beiden Lungenflügel vor, die wir allmählich auspressen auf einem F-Laut, bis wir keine Luft mehr haben. Wir sollten versuchen, mit den Händen wirklich auch ein Gespür dafür zu entwickeln, dass wir ganz unten sind, wenn wir keine Luft mehr haben. Und dann genießen wir einmal kurz den Moment des luftleeren Raums in uns. Und dann aber, wenn wir denken, jetzt ist es soweit, einfach hier locker lassen und die Luft ganz automatisch hineinströmen lassen. Versucht ein Gefühl für eure Hände zu kriegen, dass sie erst ganz unten ankommen, wenn ihr auch wirklich keine Luft mehr habt. Kurz abwarten, bevor ihr wieder Luft einströmen lasst. Ganz locker und entspannt. Spürt das Zwerchfell, das jetzt noch versucht, das letzte Fitzelchen Luft aus euch rauszupressen. Stellt euch vor, ihr würdet euch mit den Händen abstützen und den Brustkorb leicht anheben. Und so weiter. Geht mit eurem Zwerchfell nicht zu aggressiv um. Es ist gut, wenn ihr das spürt und es ist gut, wenn ihr das auch schon mit aktiviert, wenn ihr noch genug Luft habt. Es geht eben darum, dass ihr stützt, dass ihr immer eine Kontrolle mit dem Zwerchfell habt. Dann habt ihr es im Prinzip geschafft. Ihr könnt jetzt weitermachen mit meinem Overview-Video, was euch ganz praktische 5-Minuten-Tipps vermittelt. Oder ihr macht weiter mit einem Gesangsworkshop mit der besten Übung der Sänger. Oder ihr macht einen Produktionstipp, wie kann ich eine gute Stimme möglichst gut aufnehmen und auf Band bringen. Also, wir sehen uns gleich wieder.